IGTV oder IGTV. In jedem Fall Instagram-Fernsehen, die neue Plattform, soll ein YouTube-Konkurrent werden. Da die ganze Plattform ausschließlich auf mobile Nutzung und vertikale Videos angepasst ist, muss man sich als Videopodcaster natürlich was überlegen. Es ist ganz schön anstrengend auf Dauer, den Kopf immer 90 Grad gedreht vor der Kamera zu halten, aber das ist eben so bei Vertical Video. Oder aber, wir drehen das Video, schieben es etwas zusammen, passen es auf die Bildschirmausgabe an, Responsive Vertical Video, well, okay, so könnte es funktionieren. Früher noch als Vertical Video Syndrom bezeichnet, macht Instagram mit seiner neuen Plattform jetzt also die hochformatigen Videos endgültig salonfähig. Dramen spielen sich ab in deutschen Wohnzimmern. Resi, stell doch schon mal den Fernseher hochkant. Na, ist natürlich in erster Linie wirklich gedacht für einen Konsum am Handy. Sonst muss man sich halt notfalls quer neben den Bildschirm legen, wenn man das Ganze auch Streaming im Wohnzimmer abspielen möchte. Aber ja, wie auch immer, IGTV ist ein mobiles Format, optimiert für die mobile Nutzung, und man darf ja nicht vergessen, dass der menschliche Kopf oder der Shell, wie wir in Wien sagen, und zumindest bei den meisten Menschen höher als breit ist, sich also Vertical Video durchaus für Ganzkopfaufnahmen eignet. Ähnliches trifft übrigens auch auf den menschlichen Körper zu. Diese vertikalen Videoformate sind ja nichts ganz Neues. Snapchat hat das Story-Format erfunden. Facebook und Instagram haben es gut geklaut. Von diesen Stories sind wir also schon vertikale Kurzvideos gewohnt. Jetzt geht's bis zu 60 Minuten bei Business Accounts und bis zu 10 Minuten bei privaten Accounts. Instagram hat aber bereits angekündigt, dass sie diese Längenlimits in der näheren Zukunft noch erhöhen werden. Was sind die Hauptvor- und Nachteile des neuen Systems? Nun, IGTV ist ziemlich neu. Wird man erstmal schauen müssen, wie sich die Plattform entwickelt. Von einer Konkurrenz für YouTube zu sprechen, ist jetzt noch wahrscheinlich etwas hochgegriffen. Auf der anderen Seite, der Hauptvorteil besteht wohl darin, dass man bestehende Videoinhalte, sei es aus dem Fernsehen, sei es bereits gedrehte Videos, kaum sinnvoll verwenden kann, sondern man muss für IGTV tatsächlich neu drehen. Es gibt zwar Videoeditoren wie Rocetium, die das Material wahlweise querformatig, quadratisch oder hochformatig rausspielen und dabei die Videotitel anpassen. Damit kann man aber eher so interaktive Storytelling-Videos und Slideshow-Videos erstellen. Für richtige Videoaufnahmen wird man für IGTV exklusiv produzieren müssen. Das funktioniert am Handy ganz einfach, indem man das Mobiltelefon hochkant hält oder die Webcam um 90 Grad dreht, beziehungsweise die Kamera, die man verwendet, muss man halt dann gegebenenfalls im Videobearbeitungsprogramm das Video noch um 90 Grad drehen. Und so könnte also eigentlich der Hauptnachteil dieser Plattform, nämlich, dass es kein Material gibt, sich auch zum Hauptvorteil entwickeln, wenn nämlich auf IGTV ausschließlich exklusive Inhalte gepostet werden. Ganz in der Tradition der Influencer-Plattform verlässt sich Instagram beim Launch von IGTV auch viel eher auf die hauseigenen Influencer als auf klassische TV-Produzenten. Man darf also sehr gespannt sein, was hier in den nächsten Wochen und Monaten an Inhalten auf uns zukommen wird. Einerseits, wie gesagt, gibt's IGTV als eigenständige Applikation. Andererseits ist die neue Videoplattform auch sehr eng mit dem normalen Instagram-Client verzahnt. Das heißt, die eigenen Freunde sehen auch, wenn man ein Video hochlädt. Ja, schauen wir mal, wohin die vertikale Videoreise in den nächsten Wochen und Monaten so gehen wird. Marlboro-Man in Nahaufnahme hochkant, braucht man nicht links und rechts die Büffelherden. Oder auch Flaschen sind auch hochkant. Oder Testberichte über Stative zum Beispiel.